Wir wollen heute einen Blick werfen auf die Planungen für den Gewerkschaftskongress. Ich bin Alex und arbeite in der Online-Redaktion der IGBCE und ich möchte sprechen mit Miskin vom Veranstaltungsservice. Hi Miskin. Hallo Alex. Du warst in die Planungen und Vorbereitungen da maßgeblich involviert. Was hat dich denn da besonders beeindruckt? Also besonders beeindruckt hat mich der gesamte Aufwand, der dahinter steckt, also sei es vom Catering, von der Technik, die man da planen muss, alles auch, wo welcher Tisch hinkommt, bis hin zu Stühlen, die wirklich exakt platziert werden und ganz, ganz viele, unendlich viele Listen mussten erstellt werden. Ich habe wirklich im Kopf nur noch Listen und auch so Ausweise, die da erstellt werden sollten, mussten für die einzelnen Teilnehmer und Delegierten und so weiter. Und da steckt wirklich ganz, ganz viel Arbeit drin. Für die internen Helfer haben wir hier die 2G-Regelung. Wie habt ihr das denn im Vorfeld kontrolliert? Also wir haben das so kontrolliert, dass wir einen Schreiben rausgeschickt haben und wirklich in den ersten 2 Minuten schon die ersten vor der Tür bei mir standen und die Ausweise dann dementsprechend, also Impfausweise beziehungsweise QR-Code auf dem Handy, die Nachweise dann vorgelegt haben und da standen wirklich die ersten schon quasi Schlange und das haben wir dann so geregelt auf jeden Fall, dass die wirklich einzeln vorbeigekommen sind. Da konnte ich auch nochmal alle live sehen bzw. kennenlernen und das war auch nochmal ganz toll. Wie läuft das denn mit den Akkreditierungen ab Sonntag dann hier vor Ort ab? Genau, also da ist es so, da haben wir Ausweise, zum Beispiel, hier habe ich ein Beispiel, jeder hat ein eigenes QR-Code, das heißt dahinter ist die Teilnehmernummer, dann hat jeder hier so Zugangsberechtigungen und zwar rot steht als Beispiel in dem Beispiel für Konferenzebene, grau für Crew Catering und dann hat wirklich jeder, der bei der Sicherheit vorbeigeht, muss das einmal vorlegen, vorzeigen und dann wird das einmal abgescannt, dann kann man auch prüfen, ist das wirklich die Person bzw. Gehört die Teilnehmernummer zu der Person, die da draufsteht. Ja. Gibt es denn da Unterschiede, ob jetzt Sonntag ist, Montag oder Dienstag? Der Unterschied besteht auch darin, dass jeder jeden Tag so ein Einlassband bekommt. Und zwar haben wir extra einen Checkpoint und da muss jeder einmal dran vorbei. Also man muss wirklich seinen Ausweis und dieses Armband, dieses Einlassband vorzeigen, um überhaupt bei der Sicherheit auch nochmal vorbeizukommen. Das heißt, jeden Tag eine andere Farbe. Ja. Und meinst du, wir kommen gut durch den Kongress? Hat alles geklappt mit der Vorbereitung? Also ich bin der Meinung, es ist alles top. Wir haben alles wirklich super vorbereitet und ich bin mir sicher, dass alles sehr, sehr gut klappen wird auf jeden Fall und der Kongress auf jeden Fall sehr gut sein wird. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Habe ich gerne gemacht.